Wir sind zurück in Hamburg, Durchgang 2 an diesem Samstag im Volksparkstadion. Der HSV führt 1-0 gegen Hoffenheim. Keine Wechsel auf beiden Seiten. Bei der TSG musste bereits nach 8 Minuten Sebastian Rudi ausgewechselt werden. Entwarnung gibt es dort zu vermelden aus dem Innenraum. Für ihn kam Eugen Polanski bei den Gästen aus dem Kraichgau. Und der HSV führt durch die eine wirkliche torgefährliche Aktion durch Louis Holtby. Hoffenheim mit mehr Chancen, mit besseren Chancen durch Kramaric, durch Amiri hat es noch nicht geschafft, das Tor zu machen, das die Champions League zumindest einen Spieltag näher ranbringen würde an 1899. Dem hierbei. Kramaric. Bessere Ideen haben sie. Auch das gut gedacht für Sandro Wagner. Geht der Stoß. Wird dann die erste Ecke sein in diesem Spiel für Hoffenheim. Wir sehen nochmal die Aktion von Hamburgs Verteidiger aus Jolik. Mit dem Fuß abgewehrt gegen Sandro Wagner. Eckstoß für Demirbay. Wagner gesucht. Aber Adler zur Stelle. Angeschlagen nach dem Spiel gegen Dortmund. Aber dann doch spielbereit heute gegen Hoffenheim. Sie hätten einen zweiten Torwart, der auch schon Nummer 1 war hier für wenige Monate in Hamburg mit Martinia, der auch Sandro Wagner kennt aus seiner Zeit in Darmstadt. Dort haben die beiden ein Jahr Bundesliga gespielt, haben das Wunder geschafft, die Klasse zu halten. Das wird mit diesem Ergebnis für Darmstadt noch mal schwieriger, wenn Hamburg hier gewinnt. Es ist eine Mannschaft, die davon zieht und die nicht mehr eingeholt werden kann. Mal schauen, was parallel passiert. Bei den weiteren Partien morgen ja das entscheidende Spiel vielleicht schon für Darmstadt gegen Ingolstadt. Teuern. Gut gemacht von Kostic, der auf der linken Seite auch immer mal wieder weit nach hinten arbeitet, zusammen mit Matthias Ostjolek. So, jetzt mal. Dann spielt der Verteidiger weiter vorne. Da sind sie heute sehr variabel, auch wenn Kostic eigentlich der klare Offensivspieler ist. Jung Sakai. Hand, gut gedacht, aber auch aufgepasst von Kevin Vogt. Und das ist, ich wollte gerade sagen, kein Foul und hätte mich doch gewundert. Für mich war es ein klares Foul, reingestellt von Holtby. Freistoß für Hoffenheim, sieht auch Manuel Gräfe so, der bislang überhaupt keine Probleme hatte hier. Eine gelbe Karte gab es für Gideon Jung, ansonsten keine kniffligen Szenen für den Schiedsrichter. Ganz erfahrener Mann, der schon das Auftaktspiel gepfiffen hat. Mit Bayern gegen Bremen auch den Pokalauftakt der Dortmunder gepfiffen hat in Trier. Teuern. Ja, der nächste kleine Patzer im Aufbau. Sakai. Hand. Zu scharf und zu ungenau. Polanski, Hoffenheim. Mal wieder mit Geschwindigkeit. Kramaric. Diesmal außen. Mavrei da. Zweiter Anlauf für Hoffenheim mit Zuber und Niklas Süde. Polanski, Kramaric. Es war leicht für Mavrei, diesen Ball abzufangen, zurück zu köpfen für René Adler. Kramaric, nächster Aufbau Hoffenheim, wird wieder stärker. Gut gemacht von Holtby gegen Sandro Wagner. Wood, und jetzt schwärmen sie aus und versuchen es schnell zu lösen mit Kostic gegen Hübner. Ball im Aus, Einwurf und die Zeit zu wechseln
Bei den Gastgebern Woodgitt hat das Tor vorbereitet mit der Flanke für Louis Holtby. Der Mittelstürmer mal als Vorbereiter, auch Hoffenheim wechselt. Amiri geht, der Mann mit der ersten Chance für Hoffenheim. Schwegler wird kommen fürs Mittelfeld und beim HSV für die Spitze Pierre-Michel Lasogga eingewechselt, der vor 3 Jahren noch gegen Fürth in der Relegation das wichtige Tor machte im Rückspiel in Fürth im Ronhof und damit dieses 1:0 erzielte. 1:1 am Ende, gerade so die Klasse gehalten. Ein Jahr später das gleiche gegen Karlsruhe in der Verlängerung, das wieder geschafft. Wagner, Hoffenheim dreht nochmal auf. Toljan. Das ist keine Gefahr. Dieses Jahr könnte Hamburg mit diesem Ergebnis zumindest mal den nächsten Schritt machen. Weg von der Relegation. Sie haben sich klar gesteigert. Sie wirken stabiler. Sie haben die Heimspiele erfolgreich absolviert. Haben gegen Schalke, Augsburg, gegen Leverkusen, gegen viele Mannschaften hier zu Hause Punkte geholt. Und haben es so geschafft, zumindest mal ranzukommen, aufzuschließen, punktgleich zu werden mit den rettenden Platzierungen. Jetzt könnte man den nächsten Schritt machen mit einem Sieg gegen Hoffenheim. Hans! Flanke ist besser, aber weiter keine Gefahr, weiter zu ungenau. Das war jetzt das dritte Mal, dass der Ball von außen einfach nicht gut genug kam. So bleibt es zumindest spannend hier im Volksparkstadion. Wagner! Und Mavrai fehlerlos im zweiten Durchgang gegen Wagner, gegen Kramaric, gegen Amiri. Macht das richtig gut da in der Hamburger Innenverteidigung zusammen mit Papadopoulos. Sie sehen es, da humpelt Gideon Jung, fasst sich immer wieder an den Knöchel, kann, so wie ich das sehe, jetzt nicht weitermachen. Jetzt könnte man mal rausspielen, denn der quält sich da ab. Schauen Sie mal, steht da im Mittelkreis, humpelt. Und jetzt war der Ball im Aus und ich hoffe, dass jetzt Markus Gisdol wechseln wird, denn das kann nicht weitergehen. Zunächst mal Hoffenheim. Hamburg zeigt noch nichts an. Wagner wird kommen, wird gehen. Und Adam Sodoi wird kommen für die Spitze bei der TSG. Neue Impulse. Tja, und da ist das Bild. Ich kann es nicht verstehen, warum Hamburg da nicht reagiert. Sakai. So, jetzt wurde Jung im Zweikampf auch noch umgeschubst. Also der muss da richtig einstecken. Jetzt liegt er auf dem Boden. Und ich hoffe, dass Gräfe jetzt irgendwann mal das Spiel unterbricht. Denn das kann nicht mehr weitergehen bei Gideon Jung, der da eben schon gehumpelt ist. Jetzt auch noch umgeschmissen wurde, auf dem Boden lag, sich kaum noch hochrappeln konnte. Und jetzt allmählich nach außen trabt und zumindest mal das Spielfeld verlassen wird. Ich kann es nicht verstehen, warum hier nicht pausiert wird, warum Hamburg eben nicht gewechselt hat. Also für mich eine unglaubliche Szene, das sage ich ganz ehrlich von hier oben, die von allen Seiten, von Hamburger Betreuerseite, von Seite des Schiedsrichters nicht zu verstehen ist. Hoffenheim, sie haben beide weitergespielt und da lag einer im Strafraum, humpelte, sitzt jetzt an der Seite und wartet darauf, dass irgendwann mal der Wechsel kommt. Und Hamburg immer noch in Unterzahl. Zuber. Hat zumindest mal Chancen verhindern können. Adler gerade so rangekommen, weil Sodi gelauert hatte. So, und jetzt winkt Jung. Und jetzt bin ich gespannt. Er kann tatsächlich weitermachen. Unglaublich. Also hätte ich nicht für möglich gehalten, dass da Hamburg-Spieler weitermachen kann. Gideon Jung nach Verletzung dabei. Polanski! Unglaublich, das war die Chance im Ausgleich für Hoffenheim. Steht da ganz frei, Eugen Polanski. Nicht gut gemacht von Sakai, von Ostrzodek. Tja, und kaum sagen wir es, Jung geht und Juro wird kommen. Das heißt, ein weiterer Verteidiger für Hamburg. Sie werden umstellen. Und Jung läuft, das sehen wir, nicht rund. Hat er lange gewartet, lange angezeigt, dass er
offensichtlich Behandlung brauchte, wurde dann im Zweikampf umgeschmissen, trabte dann zur Seitenauslinie, hat es dann probiert und wird jetzt rausgenommen von Markus Gisdol. Zum Glück, kann man sagen, denn so gibt es die Chance, fit zu werden für das nächste Wochenende, für den nächsten wichtigen Einsatz für den HSV. 10 Minuten bleiben, Spiel abgeflacht. Hoffenheim hat mit der Chance durch Polanski zumindest wieder Leben reingebracht in dieses ansonsten doch sehr dahinlaufende Spiel. Keine Chance mehr für Hamburg, Flanken ungefährlich, Abschlüsse nicht mehr zu sehen. Es wäre ein schmeichelhafter, glücklicher, aber enorm wichtiger Erfolg für den HSV, wenn es dabei bleibt, wenn man hier Hoffenheim Punkte abnehmen könnte und weiter nachlegen könnte. Zuber, rausgeschlagen von Ozdzolek. Baumann. Kleiner Wackler. Bei einem, der in Freiburg seinen Weg gefunden hat und jetzt ja auch sein drittes Jahr Nummer 1 ist in Hoffenheim. Schwegler. Kramaric abgefangen, aber nachgesetzt. Es gibt Freistoß für Hoffenheim. Nachdem Gräfe da jetzt den Vorteil abgepfiffen hat. Foul von Sakai war's. Und das ist eine enorm gefährliche Position aus Sicht des HSV. Eine Riesengelegenheit. Niklas Süle, der unter anderem gegen Berlin am letzten Wochenende diesen unglaublichen Treffer geschossen hat bei der Hertha, dieses wunderschöne Distanztor, der hat einen richtig guten Schuss und wird jetzt diesen Freistoß ausführen für Hoffenheim. Vielleicht die Chance, es genauso zu machen wie gegen Berlin und mit dem nächsten Traumtor Punkte zu holen für Hoffenheim hier in Hamburg. Es ist die große, vielleicht die letzte Chance für Hoffenheim zum Punktgewinn hier im Volksparkstadion. Was macht Süde? Abgelegt und Polanski! Nächste Süde, wieder Polanski! Die nächste tolle Chance, der nächste klasse Schuss. Adler wieder grandios zur Stelle. Wunderbare Parade von Hamburgs Torwart, der ein richtig gutes Spiel zeigt, im ersten Durchgang schon gegen Amiri zur Stelle war und jetzt auch wieder gegen Polanski. Ecke ist gut, die ist richtig gut rausgeköpft. Nochmal Zuber, nächste Flanke, Adler rausgefaustet. Gefahr zunächst mal überstanden, Hamburg mit Louis Holtby. Und der Konterchance in der Mitte, der kostet Sakai wieder Louis Holtby. Lang gewartet und den Ball zunächst mal behauptet gegen Schwegler. Dennis Diekmeyer durchgesetzt gegen Vogt, jetzt gegen Schwegler, rausgeschlagen. Einwurf für Hamburgs Dennis Diekmeyer. Eine Torchance gab es für ihn. Der Mann, der noch auf sein erstes Bundesliga-Tor wartet. Johann Jo. Kostic und Lassonger abgeblockt. Nachspielzeit läuft, 3 Minuten angezeigt, 2 abgelaufen. Vielleicht die letzte Chance, Ballgewinn für Hamburg, das könnte es gewesen sein. Lassocker, Matchball für Hamburg, für Lassocker! Nicht genutzt, es bleibt zumindest etwas spannend, aber es wird vermutlich nicht reichen für Hoffenheim, auch wenn Baumann jetzt nochmal den Ball weit nach vorne schlagen wird. Nachspielzeit jetzt abgelaufen in Hamburg. Es wird vermutlich der nächste Heimerfolg sein für den HSV. Glücklich, knapp, mit der einzigen Torchance gewinnt der HSV gegen Hoffenheim durch das Tor von Louis Holtby. Sie haben es geschafft, die Heimstärke aufrechterhalten, auch gegen den Tabellenvierten, gegen Hoffenheim. Dass es hier nicht schafft zu punkten, damit möglicherweise einen Rückschlag erleiden wird, kommt darauf an, was Dortmund zeigt und auch was die Konkurrenz aus Leipzig in den nächsten Wochen noch zeigen wird. Heute ist es der Punktverlust für Hoffenheim. Es sind 3 wichtige Punkte für Hamburg. Sie sind allmählich auf dem richtigen Weg. Haben jetzt gegen eine stärkere Mannschaft gewonnen. Haben damit alle Chancen mit den Heimspielen gegen Darmstadt, gegen Wolfsburg
die Punktzahl voll zu machen Richtung 40 Punkte. Hamburg auf einem guten Weg nach diesem Heimerfolg, auch wenn er knapp war. Eine Torschance hat gereicht. Hoffenheim hat kläglich das Tor nicht erzielt, mit großen Chancen den Ausgleichstreffer verpasst. Im ersten Durchgang schon die großen Chancen zur Führung nicht genutzt mit Amiri. Und dann auch Polanski nicht gegen Adler das Tor gemacht. So verliert Hoffenheim. Wir sagen Tschüss aus dem Volksparkstadion. Bis zum nächsten Mal. Unter anderem Montagabend das Spiel der zweiten Bundesliga. Live aus Braunschweig. Dresden zu Gast. Wir verabschieden uns aus Hamburg. Hat viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Und Tschüss aus Hamburg.